In diesem Video zeige ich dir die einfachste Methode, wie du auf deiner Switch einen Jailbreak installieren kannst. Man fragt sich jetzt natürlich, was ist ein Jailbreak, was macht das? Einfach gesagt, es entfernt alle Blockaden auf dem System und erlaubt euch ganz viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass ihr Emulatoren benutzen könnt, also ältere Spielekonsolen auf der Switch spielen, gewisse Systemmodifikationen oder dass ihr halt auch jede einzelne Datei auf eurer Switch installieren könnt, die ihr halt wollt. Ganz wichtige Anmerkung noch, ihr tut das Ganze auf eigene Gefahr und es besteht immer eine Chance für einen Brick. Also ein Brick ist, wenn die Switch in einem Zustand ist, in dem sie nicht mehr funktionsfähig ist. Diese Chance ist aber gering und bei richtiger Ausführung der Anleitung auch so gut wie unmöglich. Ich würde dann noch sagen, wir starten direkt. Alle verwendeten Produkte sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Was wir hierfür nämlich benötigen, ist eine V1-Switch, also eine Switch, die mit diesem Hack kompatibel ist. Das könnt ihr ganz einfach unten an der Seriennummer eurer Switch überprüfen, hier wie man sieht. In meinem Fall sagt es jetzt XAJ7 und den Rest verdecke ich natürlich. Ihr könnt dann in einem Internetbrowser eurer Wahl auf die Seite ismyswitchpatch.com gehen und unten diese Seriennummer eintragen oder halt die 6 ersten Ziffern davon. In meinem Fall das ist wie gesagt XAJ7 und ich gebe das einfach mal ein. Und wie man sieht, grün heißt Your Console is not patched und das ist ein sehr gutes Zeichen und der Jailbreak wird 100% funktionieren bei euch. Wenn es gelb anzeigt, besteht die Chance, dass es nicht funktioniert, aber auch die Chance, dass es besteht, also quasi so 50-50. Und rot heißt, es funktioniert auf keinen Fall. Dann ist halt euer Modell schon gepatcht und funktioniert mit dieser Methode nicht. Und wenn links euer Präfix gar nicht zu sehen ist, heißt es, dass ihr eine V2-Switch habt oder halt ein OLED-Modell, weil die alle OLED-Switches sind damit nicht kompatibel und brauchen halt je nachdem dann auch ein Modchip, also ein fest verlötetes Objekt, was halt diesen Hack erlauben würde. Deswegen halt nur die angezeigten Präfixe hier halt funktionieren. Und wenn dann auch halt die richtigen. Aber naja, da meine Switch modbar ist, kann ich jetzt mit dem Gerät einfach fortfahren. Was ihr zudem auch noch braucht, ist eine MicroSD-Karte mit mindestens 64 GB Speicher. In meinem Fall habe ich jetzt eines von SanDisk mit 128 GB Speicher. Einfach damit halt mehr drauf passt. Aber 64 GB gehen natürlich auch. Bei dem Vorgang gehen alle Daten verloren, also ganz wichtig, dass ihr noch Backups von den Sachen braucht, macht die halt euch wichtig sind auf der SD-Karte, falls ihr halt da wichtige Sachen drauf habt. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr keine Billo-SD-Karten benutzt, also jetzt irgendwie nicht so No-Name-Marken oder so. Sachen, halt Marken, die sehr zuverlässig sind, sind in dem Fall halt auch SanDisk. Also so einen habe ich jetzt in dem Fall, wenn die Kamera auch mal fokussieren würde. Hier in meinem Fall ist es eine SanDisk Extreme, aber jede SanDisk-Karte also sollte eigentlich relativ gut funktionieren. Vielleicht variiert die Geschwindigkeit zwischen dem Modell oder halt eure Samsung-SD-Karten, die sind halt auch sehr gut. Samsung-Micro-SD-Karten. Ich werde euch da auch was in der Videobeschreibung verlinken. Dann braucht ihr noch einen RCM-Jig. Dieses kleine Gerät, wenn ich es mal kurz aufmache und raushole, ist ein kleines Teil, das kommt in den rechten Joy-Con-Slot rein und hat unten so zwei Metallpins, die zwei Kontakte im rechten Joy-Con-Slot überbrücken, damit man in einen sogenannten RCM-Modus reinmachen kann. Das steht für Recovery-Modus und somit können wir halt eine Sicherheitslücke ausnutzen, womit wir halt diesen Hack durchführen können und das wird halt dafür auch benötigt. Es geht auch mit einer Büroklammer oder sonst welchen Objekten, mit dem es überbrücken geht, aber da müssen wir das halt sehr speziell platzieren und hier ist es halt immer genau auf den richtigen Punkt drauf, deswegen vielleicht für 7 Euro mal sowas holen, verlinke ich auch in der Beschreibung von Amazon. Dann noch ein USB-Kabel, mit dem ihr es an einen PC eurer Wahl verbinden könnt. In meinem Fall habe ich jetzt ein USB-C auf USB-A-Kabel. Das ist einfach von einem Switch Pro Controller mal dabei gewesen, den ich mal gekauft habe. Und ja, ganz wichtig auch noch natürlich ein Gerät, auf dem Windows läuft. macOS oder Linux wird nicht funktionieren, da eine gewisse Software halt nur unter Windows dort funktioniert. Und ich tue das in jedem Fall mit meinem Windows-PC einfach. Wenn ihr all dies habt, können wir loslegen. Ihr geht in die Videobeschreibung, um euch das Headspack runterzuladen. Dies ist sehr empfehlenswert und es hat auch immer sehr gut bei mir funktioniert. Und ich empfehle es auf jeden Fall, weil halt alles, was drin sein muss, halt drin ist. Denn der Switch Jailbreak ist halt nicht nur eine einzige Datei, sondern halt sehr viele Dinge. Zum Beispiel SIG-Patches werden benötigt, um halt alles Mögliche zum Laufen zu bekommen. Oder auch Atmosphere, was halt die Custom-Firmware ist, die halt alles das ganze Ausführen vom Code erlaubt. Oder Tinfoil halt ein Packet-Manager. Oder halt ein App-Store für gewisse Apps. Und da ist halt alles hier drin enthalten und halt wird auch immer geupdatet. Hier oben steht auch, bis zu welcher Firmware das kompatibel ist. Deswegen guckt auch in den Systemeinstellungen eurer Switch, welche Firmware ihr habt. Ich bin schon auf der neuesten Version 17.00. Deswegen kann ich jetzt fortfahren. Und am besten, ihr seid auch immer auf der neuesten supporteten Firmware. Dann scrollen wir hier nach unten, bis wir Assets sehen. Natürlich jetzt nicht weiter runter scrollen, weil da sind die älteren Versionen. Dass wir bei der neuesten Version sind, in dem Fall ist es 1.6.1, aber je nachdem, wann ihr das Video schaut, ist es wahrscheinlich eine neuere Version und halt gucken, bis wann es kompatibel ist. Einfach dann nach unten scrollen, bis ihr hier unten Assets seht. Vielleicht ist es eingeklappt, deswegen einfach mal draufdrücken, um es auszuklappen, falls es noch nicht getan ist. Und dann einfach auf die ZIP-Datei für Heads Release drücken einfach. Und das an einem Ort eurer Wahl speichern. Ich mache es einfach auf dem Desktop. Drückt einfach auf Speichern. Gehen dann als nächstes auf den Link für Tegra RCM GUI. Dieses Programm funktioniert nur unter Windows, wie da vorher halt erwähnt, dass wir Windows halt brauchen. Dieses Tool sorgt dafür, dass wir halt einen Payload in die Switch laden können. Also dass die Switch mit unserer Information, die auf unsere SD-Karte packen, halt was anfangen können. Mehr dazu erzähle ich noch später. Theoretisch könnte auch ein Android-Handy oder ein RCM-Loader, das werde ich auch noch später erklären, halt diese Funktion übernehmen. Aber ich werde es jetzt mal grundsätzlich mit Windows erklären. Könnt dann einfach hier auf den ersten Link drücken, um den Installer runterzuladen. Speichert den ebenfalls ab. Dann können wir auch Tegra RCM GUI installieren, einfach den Installer halt doppelklicken, um ihn zu starten.
Dann klickt ihr hier auf Next, nochmal auf Next und auf Install. Dann wird sich das Ganze installieren. Ihr werdet vielleicht gefragt, ob ihr das Ganze als Administrator ausführen wollt. Könnt dann einfach auf Ja drücken, wenn eine Bestätigung kommen sollte. Könnt dann auf Finish gehen. Und ja, jetzt brauchen wir unsere SD-Karte. Was ich davor noch erwähnt habe, natürlich, dass ihr halt auf eurem PC eine Möglichkeit braucht, um halt die SD-Karte lesen zu können oder Dateien zu übertragen zu können. Ich habe in dem Fall jetzt einfach so einen Adapter hier von USB-C oder halt USB auf halt SD oder Micro-SD. Kann ich halt einfach die SD reinstecken und halt von meinem PC die ganzen Sachen übertragen. Werde ich halt auch in der Videobeschreibung verlinken, dieses Gerät. Und nun öffnen wir das Headspack und ziehen den ganzen Inhalt auf die SD-Karte einfach rüber. Einfach auswählen und alles rüberziehen. Wenn dies abgeschlossen ist, können wir die SD-Karte aus unserem PC auswerfen und machen dann auf der Switch weiter. Nun kommen wir wieder zum besagten ACM-Modus. Um in den zu starten, halt machen wir wieder die Switch an, oder beziehungsweise machen sie dann aus, also einfach oben die An-Taste halt gedrückt halten, solange bis diese Meldung hier kommt, wo man auf Power-Option gehen kann und dann auf Ausschalten. Na, wenn dann alles halt dunkel ist, dann einfach hier den rechten Joy-Con rausmachen, nehmen dann den ACM-Jig, machen das halt auf und halt mit dieser Seite vorne und halt den Pins unten rechts reinstecken oder reinschieben, beziehungsweise solange bis es halt einmal klickt unten. Dann auch die SD-Karte reinmachen, auf die wir gerade alle unsere Dateien gezogen haben. Und drücken dann oben einmal die An-Aus-Taste und halt die Lautstärke nach oben-Taste, wenn es fokussieren würde, genau. Also einfach so, wie man sieht, das kann man halt schlecht sehen, aber halt die An-Aus-Taste und die Lautstärke nach oben-Taste gleichzeitig drücken für 1-2 Sekunden. Und wenn nichts passiert, läuft alles richtig, denn jetzt ist die Switch im ACM-Modus und zeigt nichts an, das ist für völlig normal. Dann können wir auf unserem PC Tegra ACM GUI starten, was wir dazu vorinstalliert haben. In meinem Fall steht jetzt unten No ACM, aber bei euch sollte stehen No Driver oder ähnliches. Geht dann auf Install Driver. Oder doch bei mir ist er jetzt auch weg. Dann geht einfach hier auf Ja. Drückt dann auf Weiter. Wartet dann, bis es fertig ist und drückt dann auf Fertigstellen. Können dann oben wieder auf Payload gehen. Und können dann unsere Switch anstecken. Einfach mit dem USB-Kabel, was ich zuvor erwähnt habe, einfach hier reinstecken mit dem anderen Ende im PC drin. Und wie man jetzt sieht, steht bei mir ACM okay. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich auf sxloader.bin gehen und dann doppelt drücken wir auf sxloader.bin, also den untersten Eintrag hier. Doppelklicken den einmal und dann steht hier so eine kleine Uhr und auf der Switch sollte was passiert sein. Wir sind jetzt in Hackety drinne und von hier aus kann man eigentlich so gut wie alles machen. Also jede einzelne Mod oder halt jeden Boot-Eintrag starten, den es halt gibt oder halt Custom Firmware. Als erstes muss man hier die Uhrzeit und halt und den Tag einstellen und so weiter. Dann einfach auf Done drücken, auf OK, gehen dann oben auf Tools. Dann auf Partition SD Card, drücken auf OK und den zweiten Riegler EUMU MMC RAW, den zieht ihr nach so ungefähr in die Mitte, bis es sagt nach 12, 29 Full. Genau das brauchen wir, 29 Full. Nämlich was jetzt passieren wird, ist, dass der ganze Speicher der Switch, also die internen 32 GB, auf die SD-Karte kopiert werden, wobei wir dann alles modifizieren können und so weiter. Deswegen werden wir dann einfach hier auf Next Step gehen, dann auf Start, macht da kurz einen kleinen Sicherheitstest, 5 Minuten, 5 Sekunden warten. Dann drücken wir einmal kurz den Power-Knopf, um zu bestätigen. Einmal kurz drücken, nicht gedrückt halten. Dann macht er kurz ein Backup von all den Dateien auf der Switch-SD-Karte. Wenn das abgeschlossen ist, können wir auf Done gehen. Und die SD-Karte wurde jetzt richtig partitioniert. Können wir dann oben rechts auf Close, gehen dann auf Home, rechts auf EMU MMC, klicken auf Create EMU MMC, auf SD Partition in der Mitte und auf Part 1. Dieser Vorgang kann etwas dauern, bei mir wird er wahrscheinlich nicht lange dauern, weil ich so gut wie gar nichts auf meiner Switch habe, beziehungsweise nichts außer meinem Account. Aber ja, dann lasse ich dies einfach durchladen. Wenn unten Finish steht und der Balken auf 100% ist, könnt ihr auf Close gehen. Dann geht ihr auf Launch und dann drückt ihr rechts auf EMMC CFW. Ganz kurz der Unterschied zwischen CFW SysMMC und halt EMU MMC. EMU MMC ist halt der kopierte Speicher jetzt auf der SD-Karte, den wir gerade eingerichtet haben. Und SysMMC ist halt euer normaler Switch-Speicher, euer normales Switch-System. Wenn ihr auf SysMMC drücken sollt, könntet ihr jetzt online gehen, während ihr eure Mods anhabt. Das ist sehr gefährlich und resultiert in einem sehr schnellen Bann. Was ihr aber vermeiden wollt, wenn ihr halt noch zwischendurch auf eurer legitimen Switch online spielen wollt. Weil in der CFW EMU MMC sind halt auch alle Verbindungen zum Nintendo Server halt blockiert. Deswegen wir dann einfach rechts auf EMMC gehen und falls ihr dann aus Versehen auf SysMMC halt geht, einfach die Switch direkt ausschalten und eigentlich sollte dann nichts passieren, solange ihr nichts tut. Geht dann rechts auf EMMC, drückt da drauf und dann sollte die Switch halt auch starten. Wie wir sehen, dass das Ganze funktioniert, wir können jetzt die Switch entsperren und auf dem ersten Blick sieht noch alles ganz normal aus, aber wenn wir dann unten das Album öffnen, sehen wir dann das Homebrew-Menü und halt alle möglichen Mods, die hier direkt sind. Na, mittlerweile könnt ihr den Jig wieder rausstecken, gegen den Joy-Con ersetzen und halt das Kabel rausstecken.
Und zwar werde ich euch schon mal eine Mod zeigen, dass das Ganze halt funktioniert hat, was ihr halt zum Beispiel auch machen könnt mit einer gemodeten Switch. Wenn ich mal aus dem Homebrew-Menü rausgehe, ganz kurz, und auf Controller gehe, zeige ich euch jetzt Mission Control. Das heißt, wenn ich jetzt auf Griffreihenfolge ändern gehe, zeige ich euch jetzt, wie ihr einen, zum Beispiel einen PS5-Controller verwendet. Ich habe jetzt einen DualSense PS5-Controller. Drückt dann zum Beispiel auf den PS5-Controller jetzt, oder auf den PS4-Controller, die halt in den Pairing-Mode gehen. Deswegen die PlayStation und die Share-Taste gedrückt halten, bis es flackert. Und dann sollte er sich gleich mit der Switch verbinden. Und wie man sieht, hat das funktioniert. Der PS5-Controller hat auch vibriert. Können wir dann auf Kreis drücken für A. Das ist halt das Switch-Layout. Und wie wir sehen, wenn ich das Ganze mal ein bisschen so zeige, funktioniert das Ganze auch einwandfrei. Es ist gerade ein bisschen Delay drin wegen der Kamera. Aber sonst, es läuft ganz flüssig und es funktioniert halt alles. Und ja, jetzt zeige ich euch noch, wie ihr Tinfoil installieren könnt. Dafür nehme ich mal den PS5-Controller ganz angenehm und öffne das Album wieder. Gehe dann nach ganz rechts, bis wir den Tinfoil-Installer sehen und installieren dann Tinfoil. Wir sind dann automatisch drin landen. Hier steht, dass meine Switch-Uhr anscheinend falsch läuft. Mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ja, okay, wir haben nicht wirklich 3 Uhr. Lass mich das kurz ändern. So, jetzt müsste Tinfoil normal funktionieren, wenn ich wieder reingehe. So, jetzt gibt er den Fehler auch nicht mehr. Mit Tinfoil könnt ihr quasi jede einzelne Datei installieren, wenn ich mal ganz kurz ein bisschen näher rangehe mit meiner Kamera. Wie man sieht, ist hier ein File-Browser. Und wenn ich ganz unten auf SDMC gehe, oder genau, hier ist SDMC, sieht man halt den ganzen Inhalt der SD-Karte, und wenn ihr irgendwas auf eurer SD-Karte ziehen solltet, könnt ihr halt alles mögliche installieren. Also irgendein Spiel oder sonst was, wo ihr das herbekommt, nenne ich auf jeden Fall nicht. Aber es ist natürlich euch überlassen, was ihr damit am Ende macht. Und ja, ich wollte noch mal ein bisschen was zu Fehlerbehebung sagen, falls es noch Fehler geben sollte. Denn ein Problem, was ich häufig sehe, ist, dass beim Starten auf eMMC, also halt was wir davor gemacht haben, als wir hier reingegangen sind, dass dann ein Fehler kommt, wo dann steht Unknown HOS Version, also HOS Version not supported, oder halt Unknown PKG1. Ich werde nochmal ein Bild einblenden. Der Fehler bedeutet ganz einfach, dass ihr aber nicht auf der aktuellsten Atmosphere-Version seid, oder dass eure Custom-Firmware halt, dass die Sachen noch nicht genau geupdatet sind für die jeweilige Version, die ihr halt drauf habt. Deswegen halt einfach mal ein neues Headspack draufziehen, vielleicht die neueste Version, oder halt von Atmosphere, je nachdem, was man halt nutzt. Aber das wäre so der meist, der Fehler, den ich am meisten sehe. So, fast hätte ich es noch vergessen. Ich wollte euch noch zeigen, wie ihr zwischen der normalen Firmware und halt zwischen eurem Jailbreak wechseln könnt, also hin und her wechseln. Wenn ihr in eurem Jailbreak drin seid, könnt ihr einfach den Power-Button gedrückt halten, dann auf Power-Option und Neustart gehen, und ihr solltet dann in Hackety landen. Genau wie man sieht, ist man jetzt wieder in Hackety drin. Wenn ihr unten auf Reboot geht und dann auf OFW, ganz wichtig OFW, dann landet ihr wieder in eurem normalen Switch-System drin. Genau, jetzt ist gar keine Mod mehr aktiv, und wenn ich jetzt wieder reingehe, sieht man hier ist gar nichts, weil halt beide Systeme getrennt voneinander laufen und halt nicht denselben Inhalt haben. Wenn ich dann unten auf Album gehe, zum Beispiel, ist das Album ganz normal, hier ist nichts. Und wenn ihr wieder in euren Jailbreak wollt, einfach wieder halt die Switch in ACM-Modus packen, also den Jig rechts reinpacken, Power-Button und Volume-Up-Button gleichzeitig drücken, wieder das Kabel reinstecken, wie ich es davor erzählt habe, genau erklärt habe. Dann geht ihr wieder in Tegra ACM rein, wartet wieder, bis ACM okay da ist, dann geht ihr auch wieder auf SX-Loader, doppelklickt das. Dann seid ihr hier drinnen, könnt dann direkt auf Launch gehen und halt auf eMMC-CFW. Dann seid ihr wieder direkt in eurer Custom-Firmware drinnen. Und genau, wenn eure Switch dann halt, wenn der Akku eurer Switch leer sein sollte, müsst ihr das Ganze halt auch nochmal neu machen. Was ihr dagegen tun könnt, ist das Ganze einfach mit einem Android-Handy zu machen oder mit einem sogenannten ACM-Loader. Ein ACM-Loader in dem Fall ist halt das hier, ein kleines Gerät, was die Funktion von Tegra ACM quasi übernimmt. Ein kleines Tutorial habe ich auch schon auf meinem Kanal gemacht, werde ich nochmal verlinken oder was einblenden noch. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial helfen. Habt viel Spaß mit eurer gemoddeten Switch, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.